Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Was ist denn das? Da ist das schon eins der neuen Pferde. Es gibt nämlich neue Pferde. Das hier ist ein englisches Vollblut. Müsste eins sein, ne? Sieht also danach aus nach den neuen. Ja, dann haben wir schon eins gesehen. Ein schwarzes steht in Fort Pinter. Das habe ich mir nämlich vorhin schon mal genauer angeguckt. Also es ist eigentlich ganz nett. Also sieht gut aus. Hat mir ein bisschen, für mich persönlich, ein bisschen zu kurze Mähne. Aber, naja, so ganz nett. Von den Animationen her ist es klasse. Also da gefällt mir das wirklich gut. So, wir machen jetzt aber bei Josh weiter. Und zwar, Brielle, ich weiß nicht, was wir mit diesem Stoffstück hier machen sollen. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, aber das mit Mysterien und Dieben, das ist nicht so meine Sache. Du nimmst das besser mit zu Jenna. Sie ist sehr clever und wenn ihr euch zusammentut, dann findet ihr vielleicht denjenigen, der meine Trophäen gestohlen hat. Sei so lieb. Danke, Brielle, auf dich kann man sich verlassen. Meine Trophäen sind mein Ein und Alles. Ich werde dir unendlich dankbar. Nein, ich wäre dir unendlich dankbar, wenn ich sie wieder zurückbekomme. Viel Erfolg. Okay. Wir versuchen es mal. Wir gehen zu Jenna. Aber wir können auch bei Tan nochmal vorbeigehen. Die hat nämlich auch eine neue Quest. Ich habe nachgedacht und mir ist eingefallen, dass ich auch in Silverglade Village war. Kannst du mir helfen, dort zu suchen? Das wäre super nett. Ich war bei der Post, um ein Paket abzuholen. Danach habe ich mit der Tierärztin gesprochen und dann letzten Endes etwas Wasser aus dem Brunnen im Dorf geholt. Okay. Dann erst Jenna und dann nach Silverglade Village. Mir ist gerade eine Katze umgefallen. Hallo Brielle, wie geht's? Was sagst du da? Jemand hat Josh Trophäen gestohlen? Also gibt es einen Dieb hier in Moorland. Ich hatte seit einiger Zeit so einen Verdacht, also ist das keine Überraschung. Ich weiß nur nicht, wie wir herausfinden sollen, wer der Dieb ist. Wenn du ein paar Hinweise findest, dann komm zurück und erzähl mir davon. Okay. Brielle, ich glaube, ein Dieb treibt sein Unwesen im Moorland. Konrads Hammer, Mensch, das ist ein schwerer Name, wenn der so ausgesprochen werden soll. Also Josh Trophäensammlung, Tanzuhr und Frau Holzbürst Kuchen. Alles auf mysteriöse Weise verschwunden. Das kann kein Zufall sein. Meinst du nicht auch? Etwas in den Erzählungen könnte uns verraten, wer der Dieb ist. Das habe ich so im Gefühl. Weißt du noch, was sie gesagt haben? Konrad meinte, dass er Besuch von einem seltsamen Mann bekommen hat. Das muss der Dieb gewesen sein. Leider meinte Konrad auch, dass der Dieb eine Kapuze und dunkle Sonnenbrillen hatte. Also konnte er nicht sehen, wie der Schurke aussah. Dann haben wir das grüne Stoffstück, das du hinten bei Josh gefunden hast. Das stammt sicher von den Kleidern des Diebes. Was meinst du? Ein Dieb, der den Tatort verlässt, möchte so schnell wie möglich davonkommen. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn er dabei mit seinen Kleidern am Zaun hängen blieb. Tan hat nicht erzählt, wie ihre Uhr verschwunden ist, aber ich frage mich, ob es nicht der Dieb war, der den Kuchen von Frau Holzbiss genommen hat. Der ist zwar nicht wertvoll, aber selbst ein Dieb hat mal Hunger. Er wird wohl noch den Duft ihres wunderbaren Apfelkuchens gerochen haben. Es gibt einen wichtigen Hinweis in Frau Holzbiss Geschichte, das weiß ich. Brielle, wir werden uns ein bisschen den Kopf zerbrechen, um dieses Rätsel zu lösen. Komm schon, wir schauen mal, ob wir auf etwas drauf kommen. Okay. Brielle, ich glaube, dass die Erzählungen der Zeugen Hinweise liefern können, wer der Dieb ist. Hilf mir, mich zu erinnern. Was sie gesagt haben. Wessen Erzählungen sollen wir als erstes durchgehen? Über Konrad. Der Schmied hat zwar nicht das Gesicht des Diebes gesehen, aber das spielt vielleicht keine große Rolle. Konrad hat uns trotzdem einen wichtigen Hinweis gegeben. Erinnerst du dich, wie der Schurke ausgesehen hat, Brielle? Kapuze und Sonnenbrille. Exakt. Der Dieb hatte eine Kapuze auf und dunkle Sonnenbrillen. Du hast wirklich ein gutes Gedächtnis, Brielle, ausgezeichnet. Brielle, ich glaube, dass die Erzählungen der Zeugen Hinweise liefern können, wer der Dieb ist. Hilf mir, mich zu erinnern. Ach so, das brauche ich ja nicht nochmal, nimm mal Josh. Brielle, das Stoffstück, das du bei Josh gefunden hast, muss doch von den Kleidern des Diebes stammen. Welche Farbe hatte es? Grün. Ja, genau. Das Stoffstück war grün. Das bedeutet wohl, dass der Dieb grüne Kleider anhatte. Gut, dass du dich erinnern konntest, Brielle. Okay. Brielle, ich glaube, dass die Erzählungen der Zeugen Hinweise liefern können. Ach so, nee, dann nehmen wir jetzt Frau Holzbürst. Das lese ich nicht nochmal vor. Ich glaube, der Dieb war hungrig und wurde vom Duft von Frau Holzbürst Kuchen aus seinem Versteck gelockt.
Die Versuchung war einfach zu groß für ihn. Der Wind bläst ja oft in Richtung Meer. Was wäre da also ein logisches Versteck für einen Dieb, Riel? Ja, der Strand, ne? Genau. Genau, was ich mir auch gedacht habe. Der Strand liegt schließlich genau zwischen Frau Holzwurst Haus und dem Meer. Also muss sich der Dieb dort aufgehalten haben. Ha, ich glaube, wir haben es, Brielle. Nun wissen wir, wer der Dieb ist. Ach ja? Mama. Ha, so muss es sein. Das ist ja ganz logisch, wenn man darüber nachdenkt. Brielle, du weißt jetzt auch, woher der Dieb kommt, was? Genau, von Dark Kurs Lager unten beim Strand. Es muss einer dieser Schurken sein, die sich da unten herumtreiben. Sie tragen grüne Mäntel mit Kapuzen, sie tragen immer dunkle Sonnenbrillen und wenn der Wind weht, können alle den wunderbaren Duft von Frau Holzwurst Apfelkuchen riechen. Brielle, alles deutet darauf hin, dass der Dieb einer von diesen Dark Kurs Gaunern ist. Nun müssen wir nur herausfinden, wer es ist. Man kann sie ja kaum auseinanderhalten, sie sehen ja alle gleich aus. Hm, was sollen wir tun? Es gibt wohl keinen sicheren Plan, aber das Beste ist wohl, wenn wir es so machen. Brielle, du reitest zum Dark-Kurs-Lager am Strand und siehst nach, ob du noch mehr Hinweise findest. Wenn dich jemand daran hindern will, sag, dass wir die Polizei rufen, wenn sie uns nicht helfen wollen. Warum wir nicht gleich die Polizei rufen? Tja, ich glaube, im Moment hat die Polizei auch keine Chance, den Dieb zu fassen, Brielle. Bis sie da sind, ist er schon längst über alle Berge. Wir müssen die Sache selbst in die Hand nehmen, so schnell wie möglich. Reite zum Strand, Brielle. Viel Erfolg. Okay, machen wir doch. Dann schauen wir doch mal am Strand. So. Voilà. So, da haben wir schon einen. Ja, die sehen wirklich alle gleich aus. Jo, unsympathischer Kerl, aber dem fehlt die Sonnenbrille. Du suchst nach einem Dieb? Hier gibt es keine Diebe. Dark Kurs toleriert keinen Gesetzesbruch. Zumindest nicht, wenn er entdeckt wird. Vergiss, was ich gesagt habe. Und jetzt schau, dass du wegkommst. Okay, hier ist noch einer. Der sieht auch so aus. Der läuft aber komisch. Was? Jemand von uns hier soll ein Dieb sein? Pass auf, du Göre. Wenn du nicht sofort abhaust, dann rufe ich die Bullen und zeige dich wegen Hausfriedensbruch an. Ha, was sagst du jetzt? Du willst die Bullen rufen? Okay, vergiss es. Wir brauchen die Bullen hier nicht. Wir können das wohl unter uns ausmachen, oder? Was willst du eigentlich? Hm. Du sagst, jemand hat eine Menge Krempel im Moorland mitgehen lassen und alles deutet darauf hin, dass es einer von uns war. Ich verstehe. Aber hört sich nicht so an, als ob du Beweise hättest, ha? Fingerabdrücke? Bilder von einer Überwachungskamera? Gar keine Beweise, sagst du? Schade. Echt schade. Weißt du was? Ich werde der Sache mal nachgehen. Du hast vielleicht recht mit dem, was du sagst, aber das ist eine interne Angelegenheit. Das geht dich nichts an. Also danke für deine Hilfe, aber ab sofort übernehme ich. Du kannst dich wieder um dein Pferdchen kümmern. Schön, nicht wahr? Also mach schon, dass du verschwindest. Dieser Schurke wirkt ungewöhnlich schurkig, sogar für einen solchen Gauner. Du beschließt ihn zu überwachen, um noch mehr herauszufinden. Okay. Finde ein Versteck zum Spähen. Oder? Ja, muss ich jetzt, muss ich absteigen, ja. Das ist nur... Wo kann ich ihn denn stehen lassen? Da. Okay. Und dann ab ins Versteck. Ja, toll. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Wo ist mein Pferd hin? Da. Gut. Ich habe nämlich gar nicht drauf geachtet, wer das nun war. Die sehen ja wirklich alle gleich aus.
So, steht da hinten. Den lassen wir dann auch stehen und laufen dann zu Fuß hinterher. Ich glaube, das ist besser. Der steht doch jetzt da. Na, schön langsam. Ja, müssen wir kurz warten. So. Da könnt ruhig einen Tacken schneller laufen. Hätte ich nichts dagegen. Und nu? War doch richtig zu warten. Ich habe eigentlich keine Lust, dass das abbricht. Und das hat schon, also schon lange gedauert jetzt bis hierher. Deswegen sind wir jetzt vorsichtig. Muss ich mich jetzt hier hinter der Dings verstecken? Okay. Boss, wir haben ein Problem. Da ist so eine Göre, die herausgefunden hat, dass der Dieb einer von uns ist. Was soll ich machen? Sich darum kümmern? Wie? Haha, du bist immer so clever, Boss. Gute Idee. Okay, Boss, vertrau mir. Ist gleich erledigt. Der Schurke dreht sich um. Er hat dich entdeckt. Hast du das gehört? Knurr. Naja. Es sieht so aus, als ob es tatsächlich einen Dieb hier im Darkcore-Lager gibt. Du hattest recht. Ich könnte etwas Hilfe brauchen, um ihn zu erwischen. Bist du daran interessiert? Gut. Ich habe einen Tipp bekommen, dass er morgen wieder zuschlagen soll. Komm morgen wieder. Dann habe ich mehr Informationen von meiner geheimen Quelle, was er genau plant. Okay. Da kommen wir dann morgen wieder. Auch in Ordnung. So, dann schauen wir mal, was wir noch für Quests haben. Haben wir noch hier was in Morland? Ich muss mal schnell schauen. Nö. Bei Idris noch, ja. Ach so, und für Tan müssen wir ja noch nach Silverglade Village, ne? Um nach dem Geld zu suchen. Das können wir noch machen. So. Da. Dann schauen wir mal, ob wir das Geld von ihr finden. Uah, Zaun. So, dann mal zu Steves Farm. Nein, das ist falsch. Da will ich hin. So, da sind wir auch schon. So, sie war auf jeden Fall bei der Post, hat sie gesagt. Dann bei der Tierärztin. Und dann noch beim Brunnen, ne? Da hat sie Wasser geholt, hat sie erzählt. Jetzt weiß ich nur nicht, ist das hier am Brunnen oder bei Steve? Also hier nicht. Dann gucken wir mal bei Steve, ob das da ist. Nee, auch nicht. Hä?
Aber es hieß doch am Brunnen. Ach so, nein, natürlich, klar, da gibt es dann auch einen Brunnen. Hinten auf dem Marktplatz ist ja auch ein Brunnen. Hier. Genau. Da. Da ist es richtig. So, nix gefunden. Mensch. Ja, dann können wir zu Tan zurück. Allerdings machen wir das dann erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.